Samaira lebt. Eigentlich ein Wunder. 3 Monate zu früh kam sie auf diese Welt, wog weit weniger als 1 Kilo. Samaira war so zerbrechlich, dass ihre Mutter Priyanka Batra sie anfangs nicht mal berühren durfte. Als ich mein Kind das erste Mal an der Beatmungsmaschine gesehen habe, hoffte ich, dass es nicht meins sein würde. Sie war damals so klein. Es hat mir das Herz gebrochen, sie so zu sehen. Mittlerweile hat Priyanka Batra wenigstens 1 Stunde pro Tag mit Samaira, auch wenn sie immer noch Angst hat, ihr weh zu tun. Wie Samaira brauchen auch die anderen frühgeborenen Babys hier Muttermilch. Es ist die beste Nahrung für Neugeborene. Doch Mütter von Frühchen können häufig nicht von Beginn an stillen. Sie sind auf gespendete Milch angewiesen. Umso wichtiger ist es, dass es eine Muttermilchbank gibt, wie hier. Sie ist die erste ihrer Art in der indischen Hauptstadt. Sorgfältig wird die Milch hier untersucht, pasteurisiert und unter sterilen Bedingungen aufbewahrt. Pro Monat werden hier etwa 45 Liter gespendeter Milch aufbereitet, vor allem für Frühchen. Doch das ist noch lange nicht genug, um die Nachfrage nach dem sogenannten flüssigen Gold zu stillen. Mitgründer Rakuram Malaya sagt, die meisten Menschen wüssten einfach viel zu wenig über das Thema. Ich glaube, wir bekommen nur dann mehr Spenderinnen, wenn wir den Leuten bewusst machen, dass solche Einrichtungen existieren. Wir versuchen auch mit Kinderärzten, Gynäkologen zu sprechen, damit sie ihre Patientinnen darauf hinweisen, dass sie Milch spenden können. Der Großteil unserer Spenden kommt von Müttern, die selbst Frühgeburten hatten. Von Müttern wie Raki Chandra zum Beispiel. Alle paar Tage pumpt sie Milch ab, die dann von einem Kurier der Klinik abgeholt wird. Raki Chandra entschied sich dafür, Milch zu spenden, nachdem ihre eigene Tochter Riana viel zu früh zur Welt kam. Auch sie verbrachte knapp 2 Monate auf der Baby-Intensivstation. Ein täglicher Kampf ums Überleben, den auch sie deshalb gewann, weil sie gespendete Muttermilch bekam. Als ich dann selbst mein Kind stillen konnte und gesehen habe, wie schwer sich andere Mütter taten, war mir klar, dass ich Milch spenden würde. Wenn ich Milch spende, kann ich den Frühchen helfen und Leben retten. Warum nicht? Zurück im Krankenhaus. Priyanka Batra hofft, ihre Samaira in ein paar Wochen mit nach Hause nehmen zu können. Für sie steht fest, auch sie wird Milch spenden.